Salam alaikum und herzlich willkommen zum Zero-Hour-Spezial des Libyen-Widerstandsberichts für die Zeit von dem 12. bis 14. Oktober 2011. Sirte. Entscheidende Niederlage der NATO am 12., 13. und 14. Oktober bei Sirte. Die gleichgeschaltete Kriegspresse der NATO-Staaten hat am Abend des 12. Oktober schon den Sieg in Sirte verkündet. Der im gesamten Krieg gegen Libyen vor allem als Lügen- und Desinformationssender, als eine eigene Waffengattung der NATO-Invasionstruppen bekannte Haus- und Hofsender des katarischen Emirs von Englands Gnaden, Al Jazeera, hat sogar Bilder ausgestrahlt, die den NTC-Warlord Jalil beim Besuch in der angeblich schon eroberten libyschen Küstenstadt zeigen soll. Der syrische Sender Arai TV hat jedoch nur kurz zuvor Jalil in Benghazi lokalisiert. Der Sender, der ebenfalls aus Sirte berichtet, musste aufgrund von Sabotage seitdem seinen Dienst einstellen. Im Zusammenhang mit der Anerkennung der syrischen, ebenfalls vom CIA gesteuerten Terroristenopposition durch den TNC und diese hilfreichen Sabotageaktionen in Syrien ist bewiesen, dass es sich um einen Generalangriff der imperialistischen Mächte auf den gesamten arabisch-afrikanischen Raum handelt, um möglichst alle widerspenstigen Regime zu eliminieren. Die vorgeschobenen Begründungen für diesen Massenmord der NATO am libyschen Volk, Demokratie, Menschenrechte und Freiheit, werden durch ihre kriminellen Akte gegen das libysche Volk im Widerstand und die objektive, das heißt anti-westliche Presse als Lügen widerlegt. Stundenlang herrschte eine totale Informationssperre über der Stadt. Große Konfusion herrschte, als in der Nacht zum 13. Oktober beim Angriff auf das afrikanische Stalingrad, wie der Beiname der Stadt seit einigen Wochen in der Internetgemeinde lautet, von den NATO-Raten die Meldung verbreitet wurde, Muatassem, einer der Söhne Muammar al-Gaddafi, sei aufgegriffen und von den NTC-Raten festgehalten worden. Die Nachricht verbreitete sich unter den in Sirte mordenden und plünderten Rattenhorden und sie stimmten in Siegesfeiern ein. Die grünen Kämpfer nutzten die Gelegenheit für Überraschungsschläge und konnten das Vorrücken des Feindes stoppen. Die von Osten eindringenden Söldnerhorden ermordeten in der Stadt wahllos Zivilisten und zerstörten Gebäude, die noch nicht von den NATO-Bomben in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es sind die Methoden des faschistischen Vernichtungskrieges, gegen die sich Sirte verteidigt, bluteten Straßen. Straßen waren unpassierbar und Hinterhalte erwarteten die Angreifer. Im Laufe des Nachmittags gewann das libysche Volk die Oberhand und drängte die Aggressoren nach Osten hin ab. Die Kampfmoral der Ratten brach zusammen, als Mutasadem Gaddafi ein Interview im Radio von Bani Walid gab. Einige Rattennester versuchten sich zu halten, doch die Schlagkraft der Verteidiger wurde übermächtig. Am Abend zogen die letzten der NATO-Schergen aus der Stadt ab. Sirte bleibt frei. Ein großartiger Auftakt für den Tag großer Massenaktionen am 14. Oktober. Zero Hour beginnt. Unsere Gedanken sind beim Widerstand leistenden Volk Libyens und den Angehörigen der Gefallenen in diesem verbrecherischen Angriffskrieg der NATO und ihrer NTC-Söldnerbanden. Und natürlich bei den unzähligen Freiwilligen, die dem libyschen Volk beistehen. Iraker, Jemeniten, Algerier, Sahauris und andere arabische Fedayeen, Märtyrer bei den Tuareg und bei den vielen Unterstützern aus Afrika und bei allen, die in ihren Heimatländern etwas im Sinne des libyschen Volkes und seinen Widerstand bewirken wollen. Tripoli. Die Kämpfe in der Hauptstadt dauern an. Die letzte Rattenposition in der Widerstandshochburg Abu Salim wurden beseitigt. Die Menschen gehen seit langem wieder auf die Straße in Massen und mit grünen Fahnen. Der Sprecher der libyschen Regierung, Musa Ibrahim, hat Zero Hour, den Moment für den allgemeinen Aufstand des libyschen Volkes gegen die Besatzungsmarionetten des NTC und ihre Auftraggeber in der NATO, für den heutigen 14. Oktober ausgerufen. In der ersten Stunde des Tages des Aufstandes lockten libysche Widerstandskämpfer die NATO-Ratten in eine Falle. Sie präparierten ein Gebäude mit Sprengsätzen und lockten die NTC-Räuber, die dachten, es handle sich um ein Warenlager, in das Gebäude und die Sprengsätze anschließend detonieren zu lassen. Auch das Viertel Ain Sara wurde durch das libysche Volk selbst befreit. Grüne Fahnen wurden an vielen Häusern gehisst. Augenzeugen berichten bereits, dass sich die NTC-Ratung Richtung Hafen zurückziehen würde. Zintan.
Die Stammesführer von Zintan, einer Hochburg der NATO-Agenten, haben erklärt, fortan den NCC nicht mehr zu tolerieren und die Ratten zu bekämpfen. Saba. Das libysche Volk kann dem erneuten Angriff der Ratten standhalten. 3/4 der Stadt sind weiterhin in der Hand libyscher Patrioten. Die Söldner der NATO werden im verbliebenen 1/4 niedergekämpft. Die Kampfkraft der Angreifer ist erschöpft. Bani Walid. Der syrische Sender Arai berichtet, dass der libysche Widerstand 3 Raketen auf einen NATO-Konvoi vor der Stadt abgefeuert hatte. Die heranrückenden NCC-Schlechter mussten sich unter schweren materiellen und menschlichen Verlusten zurückziehen. In den letzten Tagen gelang es den libyschen Kräften von Bani Walid, einen Konvoi von 30 Fahrzeugen zu konfiszieren und die Güter für die Stadt sicherzustellen, darunter Waffen und andere militärische Versorgungsgüter. Benghazi. Die Kämpfe in Benghazi zwischen grünen Widerstandskämpfern und den NCC-Ratten dauern an. Algerische Grenze. Patriotische Stammeskämpfer haben die Grenze zu Tunesien für den Nachschub der NATO-Ratten geschlossen und Übergänge besetzt. Urbari. Die Bewohner dieser südlichen Region haben in den vergangenen Tagen die Angriffe auf NCC-Ratten massiv verstärkt. Misrata. Am 13. Oktober gelang es grünen Widerstandskämpfern, ein Munitionsdepot der NCC-Ratten zu sprengen. Am Schluss noch eine Warnung. Heute oder in den kommenden Tagen ist eine weitere Psy-Ops der göbbelschen Kriegspropagandamedien zu erwarten. Glauben Sie nichts, was Sie nicht von libyscher Seite bestätigt bekommen. Und wir werden Sie auf jeden Fall über die Sachlage informieren, sobald uns Näheres bekannt ist. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Thank you.